Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich mal von Essence die Make-A-Wish-Palette Little Fish mitgebracht oder gekauft. Und das ist die Farbe, also die Palette Nummer 12 Nude and Blue Shades. Und ja, es gab noch eine andere, die hat mich jetzt persönlich nicht angesprochen. Hier steht Fisch drauf. Vielleicht habt ihr es noch nicht festgestellt, aber ich liebe Fische. Und so Keulkarpfen ist mein Markenzeichen, würde ich jetzt mal einfach so sagen. Und deswegen musste die mitkommen. Und die LE ist nicht brandneu, weil ich komme irgendwie nie dazu zu filmen. Es gibt tausend Ausreden, warum man nicht filmen könnte. Deswegen, die ist noch erhältlich bei Rossmann, auf jeden Fall auch noch online auf der Essence-Webseite. Deswegen, falls ihr die mal seht, also das ist die Palette, die sieht wunderschön aus. Also wie ist das Design? Also wow, da bin ich halt echt, also Essence hat mich da persönlich sehr überrascht. Es ist sehr hochwertig, also die Farben haben auch echt krasse Swatches. Wir werden alle Farben heute testen, das heißt zwei verschiedene Augenlooks drehen. Bin sehr gespannt, was die Schimmerformula angeht, wie sich die Sachen verhalten. Falls ihr interessiert seid, wie ich meine Haut geschminkt habe, das Video kommt die nächsten Tage in einem Style & Talk, weil ich ein paar wichtige Sachen da erwähnen muss. Ansonsten bleibt dran und wir probieren die Sachen aus. Eine Sache, die auf jeden Fall ich schon ansprechen muss, die ist entweder parfümiert oder da ist ein Stoff drin, der so ein, ich will es schwer zu erkennen, das hat so einen pudrigen Geruch. Also das riecht nach Oma. Ein sehr milder Geruch, aber der kommt direkt raus. Das habe ich sofort wahrgenommen. Also falls ihr jetzt von sowas gestört seid, dann wisst ihr Bescheid. So, und wir haben als allererstes Farbe hier einmal Sand, was so Nude Beige ist. Und ich hoffe, ihr seht das. Dass es für mich eher eine Setting-Farbe ist als eine Crease-Farbe, aber es hängt natürlich wieder von eurer Helligkeit ab und wahrscheinlich auch Jahreszeit, weil im Winter wäre es 100 Pro eine Crease-Farbe für mich. Aber ja, ich habe hier von Beige Cosmetics so einen fluffigen Blender. Und ich sette schon mal leicht, nicht überall, weil ich merke gerade, sie hat doch ein bisschen Farbe. Aber auf jeden Fall so, dass der Concealer schon mal nicht creased. Und dann würde ich immer sagen, wir machen zuerst diese Seite hier. Und da schreit einfach Paradise Farbe. Also es ist das einzige Blau, was es gibt. Und ich will mal sehen, wie die Farbe eingeblendet ist. Also es ist schon sehr minimal. Ich guck mal. Ja, also ein Tropfen kriegt ein bisschen mehr Pigment. Dann habe ich hier die Nummer 8 von BH Cosmetics aus der Pro-Reihe. Das ist so ein, ja, so eine Mischung aus Blender und Packer, Pencil Brush. Und damit versuche ich das ein bisschen zu intensivieren. Und die Farbe kommt eigentlich richtig schön raus gerade. Lässt sich auch mit wischenden Bewegungen, also mit so Blenden, einarbeiten. Also ich hoffe, die Kamera nimmt auf, was ich gerade im Spiegel sehe, weil ich sehe schon, dass es ein bisschen reflektiert, die Farbe. Aber die ist ein bisschen intensiver. Da kommt sehr viel Grün raus, was richtig schön ist, weil ich denke, das wird ein bisschen in Kontrast stehen zu den Schimmerfarben. Und wenn wir schon von den Schimmerfarben sprechen, dann habe ich hier einmal dieses Blau. Und das hätte ich gerne auf dem Augenlid. Wow, die V8 Astavegan-Reihe, das ist nicht der Knüppel. Ist ja mein Go-To-Brush für so eine Texturen. Aber wir kennen ja, nicht jede Schimmertextur ist gleich Schimmer. Also für diese Textur scheint es der perfekte Pinsel zu sein. Ich arbeite gerade auch vorsichtig, weil die Farbe, die scheint sehr krümelig zu sein und wir wollen nicht Fallout haben. Ich habe übrigens schon ein bisschen Mascara drauf, deswegen nicht wundern. Aber die Farbe ist sehr deckend. Sieht wunderschön aus. Also Qualität ist gerade echt, bin ich positiv überrascht. Und ich habe kein bisschen Fallout. Ich arbeite übrigens mit einem trockenen Pinsel. Falls ihr noch nicht verstanden habt, was für krasse Qualität es eigentlich gerade für Essence ist. Nimm mal jetzt ein bisschen die Überreste und arbeitet es in die Farbe außen ein. Also mit dem Finger wäre ich bestimmt schneller, aber ich achte gerade echt darauf, dass ich keinen Fallout kriege, weil ich habe kein Puder verwendet zum Setten.
Das heißt, alles an Fallout bleibt kleben, so wie es ist. Und ich hatte eigentlich vor, noch ein Video zu drehen. So, das war die Farbe Wave. Wir haben zuerst Paradise verwendet. Und dann haben wir dieses schönes Silber. Das ist die Farbe Jellyfish. Und ich denke, das wäre eine sehr schöne Farbe für die Inner Corner. Scheint auch eine ähnliche Textur zu sein wie Wave. Auch hier wieder. Also ich habe jetzt zwei Punkte Fallout bekommen, habe aber auch ordentlich Farbe auf den Pinsel raufgepackt. Aber es scheint wirklich die gleiche Formulierung zu sein. Also muss ich echt sagen, also ich glaube, die Paletten waren jetzt nicht die billigsten. Also ich glaube, es war schon 9 €. Für Essence-Verhältnisse ist es halt ein bisschen viel, aber an sich, wenn man da dann wiederum überlegt, ist es halt trotzdem nicht viel. Falls ihr versteht, was ich meine. Es gibt Brands, die wollen da für so eine Palette das Sechsfache. Aber die Formulierung ist gerade echt krass. Also die Farben haben Deckkraft. Also zumindest die Schimmertöne. Und ich möchte einmal Ocean, dieses Effektglitzer, swatchen, weil ich befürchte, es ist diese Art von Formulierung. Tatsächlich nicht. Es ist. Wow, es ist so geswatcht, dass ihr das kaum seht. Es ist ein Duochrome. Und es scheint nicht diese. Wir haben ein bisschen Glitzer im Glycerin reingepackt, Formulierung zu sein, sondern es scheint doch, wie gerade eben, eine sehr ähnliche Formulierung zu sein. Sehr dunkel die Farbe vor allen Dingen. Also konzentriere ich vielleicht doch im äußeren Bereich. Und dementsprechend baue ich Wave nochmal auf in der Mitte. Mann, die Kamera nimmt das nicht auf, wie geil das aussieht. Ich habe wirklich in jeder Richtung eine andere Farbe. So ein richtig multidimensionaler Look, richtig schön gerade. Bin echt überrascht. Und ich muss gerade sagen, ich finde das Design richtig schön, weil ihr habt hier sozusagen die blendende Farbe, dann habt ihr hier Schimmer, Schimmer und dann habt ihr sozusagen einen Augenlook in einer Ecke, falls es Sinn macht. Und die anderen Sachen scheinen genauso aufgebaut zu sein. Also, dass wir hier einen Augenlook haben, in der Mitte einen Augenlook. Natürlich ist es jetzt keine Pflicht, aber ihr versteht, was ich meine. So, ich verwende erstmal von BH Cosmetics so einen Fanbrush fürs Auge. Und wir haben hier die Farbe Ray. Und es scheint so ein bisschen mittlerer Braunton zu sein. Also das ist noch nicht so ganz rötlich. Und das setze ich mal als Base unters Auge. Richtig krass pigmentiert. Wow. Und das sieht jetzt mit dem Blau richtig schön aus in Verbindung. Guck mal, ob ich vielleicht nicht so einen braunen Eyeliner drauf male oben. Also wenn es um mich geht, ich bin zufrieden. Ich würde da nicht mehr herumspielen wollen, weil mir gefällt es richtig krass gerade, was passiert ist. Ich sehe gerade in der Entfernung in den Spiegel und der sieht so krass aus der Entfernung, der Augenlock. Ich glaube, wenn ich euch rauszoome. Essence! Es geht bei euch im Hause. So, dann machen wir uns an die andere Seite und dementsprechend drehe ich mich ein bisschen. Und nachdem wir jetzt Sand verwendet haben, ich fange mal an mit Sun, was so dieses Ockergelb ist. Also sieht im echten Leben ein bisschen gelbiger aus als in meiner Kamera, also mein Weißabgleich jetzt von der Kamera. Es scheint ein bisschen pigmentierter zu sein. Und ich blende das einmal ums Auge herum und das ist so eine Farbe, da muss ich jetzt nicht so krass aufbauen wie mit dem Blau. Ich glaube aber auch so Gelb-Rot-Töne sind ein bisschen einfacher zu formulieren. Ich habe ungefähr die gleiche Augenform. Nehme ich hier so ein bisschen Detailer-Blender aus der Zodiac-Reihe, also Pinsel-Zodiac-Reihe. Und da haben wir einmal die Farbe Coral hier. Und ich gehe ein bisschen unter die Crease. Farben lassen sich bis jetzt auch sehr leicht ausblenden, ohne irgendwie fleckig zu Da wir sein. noch in einem helleren Bereich ist, ich gehe nochmal ins Sun und baue ein bisschen auf, wo ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche noch ein bisschen Gelb. Jetzt haben wir die Farbe Dolphin, also Delfin, was so ein richtig schön tiefes, ja, rotbraun ist. In der Kamera sieht es viel heller aus, als es tatsächlich ist. Bin sehr vorsichtig mit der Farbe. Also man erkennt jetzt spätestens in der Kamera, dass sie deutlich intensiver ist.
Und ich gehe wieder mit Coral rein, was so ein bisschen die hellere Farbe ist, und gehe nochmal über die Ränder. Und so garantieren wir einen schönen ausgeblendeten Look. Ich habe vorhin angefangen mit der mittleren Farbe, deswegen fangen wir an mit Freedom, was einfach dieser, oh, sehr schwer zu beschreiben, also da ist ein bisschen Gold drin, ein bisschen Kupfer, ein bisschen Braun, sehr schöne Farbe auf dem Augenlid. Also allgemein das Konzept dieser Palette, die Farbzusammenstellung ist Hammer. Also muss ich echt Essence dafür loben, weil es gibt manchmal so Farbkonstellationen, da denkst du dir so, Essence, was für Drogen habt ihr diesmal genommen? Und diesmal ist es so stimmig und so schön. Also so diese Konzeptpaletten, die Essence rausbringen, die sind nicht immer ansprechend für mich, aber diese Umsetzung und die Gedanken, die hier drin stecken, also einmal ein sehr großes Applaus an das Creative Team. Dann würde ich tatsächlich mich an Shell rantrauen. Was so ein Champagner, kann man das sagen? Messing ist, glaube ich, das angemessene. Hahaha, Frottspiel. Weil es dann doch ein bisschen heller ist, die Farbe. Und ich mache hier das gleiche wie mit Jellyfish. Öffnet nochmal so das ganze Auge ein bisschen. Und ich habe hier auch Fallout. Aber ich habe jetzt auch extra, also extra, ich habe darauf jetzt nicht geachtet. Whatever. Und wir haben hier Breeze, was genau der ähnliche Ton ist wie Dolphin, halt die Schimmerversion davon. Deswegen, ich konzentriere es auch mal wieder hier nur im äußeren Bereich. Falls ihr euch fragt, warum ich mal so hoch tupfe, weil ich baue erstmal die Farbe auf und dann habt ihr noch so Schimmerreste und die helfen, das bisschen einzublenden. Also ich versuche mal wieder mit Ray, damit wir wieder ein gleiches Prinzip haben. Also wie gerade eben schon befürchtet, auf dieser Seite nehme ich nochmal Dolphin, das ganz dunkle, und baue das ein bisschen, also so ein Eyeliner auf. Also ich gucke gerade in den Viewfinder und es sieht einfach so krass aus. Also hätte ich jetzt eine Anastasia Beverly Hills Palette einfach vor mir, dann würdet ihr es mir glauben, dass es deren Palette ist, weil das einfach so eine krasse Pigmentierung ist. Wir haben auch alle Farben getestet, deswegen würde ich einfach sagen, ich mache noch ein paar Feinschliffe und dann sehen wir uns nochmal rangezoomt. Jetzt, wo ich ein bisschen weiter entfernt bin, glaube ich, kommt es ein bisschen rüber, was ich mit der Fernwirkung meinte. Also es sieht vom Nahen natürlich sehr schön aus. Bitte mein ganzes Gesicht, danke. Also vom Nahen sieht das natürlich richtig schön aus. Deswegen werde ich es auch ausnahmsweise mal. Also einige von euch, die mich verfolgen, wissen, das ist eigentlich sehr selten, dass ich nach einer Review Looks fotografiere für meine Instagram-Seite. Weil ich dann doch ein bisschen perfektionistischer bin. Aber wie man sieht, es strahlt, es scheint, es ist auf jeden Fall so viel Dimension da und ich weiß, ich bin gerade sehr euphorisch, aber es ist halt eine Essence-Palette und für diese Preisklasse, also die einzige Frage wäre halt jetzt, wie lange das jetzt auf den Augen hält, aber ich persönlich bin jetzt nicht der 24-Stunden-Make-up-Träger, deswegen bei mir seid ihr an der falschen Adresse, falls ihr Langzeittest haben wollt. Also ich möchte hier einmal nochmal zeigen, wie das Design ist. You see this? Das ist alles Essence. What the fuck? So, you know. Also richtig schön. Voll die Urlaubsvibes. Farbtechnisch ist es halt so eine geile Palette. Wenn ihr dieses Geld übrig habt und ihr diese Palette seht und die wurden nicht angetouched, kauft euch die. Ganz ehrlich, mir ist es egal, ob ich jetzt ein Sellout bin oder nicht, aber hallo? Bin ich der Einzige, der gerade so überrascht bin. Naja, keine Ahnung, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Pop of Color, habt ihr diese Blautöne. Aber wenn ihr sagt, ich möchte neutral gehen, ich möchte erst in rötliche Warme gehen, habt ihr auch die Farben dafür. Ihr habt ein Gelb, ihr habt ein Rot, ihr habt ein Bordeaux, habt sehr schöne Schimmertöne, Effekt-Schimmerfarben. Wie findet ihr die Palette oder holt ihr euch die? Habt ihr die schon gesehen, geswatcht? Weil, also wir haben ja gesehen, also selbst die Swatches sehen eigentlich richtig geil aus. Das reicht.
recht mit dem Verkaufen hier. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben, in die Kommentare schreiben, was euch gefallen hat. Falls euch etwas nicht gefallen hat, könnt ihr es natürlich auch gerne schreiben, weil dann kann ich immer an meinen Videos arbeiten. Und jetzt habt ihr einen kurzen Moment, meinen Kanal zu abonnieren. Ich warte. Dankeschön dafür. Und ansonsten sehen wir uns ziemlich bald zu einem neuen Video. Ciao.